Herzlich willkommen bei Glaubenskompass. Maria von Nazareth nimmt in den Konfessionen des Christentums eine höchst unterschiedliche Stellung ein. Für viele Christen kann ihre Bedeutung im Heilsplan Gottes nicht hoch genug veranschlagt werden. Für andere, vor allem protestantische Christen, spielt sie eine eher untergeordnete Rolle und wird oft nur als historische Mutter Jesu gesehen. Die Bedeutung Marias aus katholischer Sicht und die Entwicklung der Marienverehrung durch die Jahrhunderte erläutert uns heute Prälat Dr. Wilhelm Imkamp. Er ist Direktor des Marienwallfahrtsorts Maria Vesperbild in Bayerisch-Schwaben. Herzlich willkommen, Herr Prälat. Herr Prälat, Marienfrömmigkeit, Marienverehrung, ist das eigentlich etwas spezifisch Katholisches? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass also alle Christen Maria verehren, den Weg zu Maria finden und vor allen Dingen noch besser den Weg durch Maria finden. Maria führt uns zum Herrn, zu ihrem Sohn, und eine bessere Wegführung als durch sie gibt es nicht. Was ist denn eigentlich aus biblischer Sicht? Die Bibel ist ja die Grundlage, das, was uns alle Christen vereint, aus biblischer Sicht. Die biblische Sicht ist eindeutig in der Interpretation des Lehramtes der katholischen Kirche. Der Katholik nimmt die Bibel nicht nur als historisches Dokument, das isoliert für sich steht, denn die Kirche gab es ja vor der Heiligen Schrift. Der gleiche Geist, der die Kirchengründung und die Kirche beseelt, beseelt auch die Heilige Schrift. Deswegen kann Kirche erkennen, was Heilige Schrift ist und wie sie interpretiert wird. So ist die Figur der Gottesmutter schon deshalb von allergrößter, auch theologischer Bedeutung, weil sie uns zeigt, wie Schrift, Lehramt und Tradition eine Einheit bilden. Mhm. Und wir haben in der Heiligen Schrift natürlich die Grundlage für die gesamte spätere Dogmenentwicklung, auch der marianischen Dogmen. Wobei es allerdings einen Tipp gibt. Von mir einen Tipp, sich nicht zu sehr am Buchstaben der Heiligen Schrift aufhängen, an dem auch, aber vor allen Dingen auch am Vollsinn, am Sensus Plenum, am vollen Sinn der Heiligen Schrift. Der leuchtet nur auf in der gesamten katholischen Tradition. Mhm. So kommen wir zu Maria. Sie deuten damit an, was Sie gesagt haben, das gab es eigentlich schon vor der Bibel, diese Grundlegung. Was würden Sie denn sagen, in aller Kürze, was ist die Rolle Marias im Heilsplan Gottes, der ja sicherlich von Urzeiten an her angelegt ist? Marias Rolle lässt sich am besten durch die Figur der zweiten Eva bezeichnen. Die erste Eva ist gescheitert. Die erste Eva wurde zur Mutter der Sünde. Nun kam die Erlösung durch Jesus Christus nicht von oben herab, wurde dem Menschen nicht übergestülpt, sondern in Maria wurde der Menschheit eine zweite Chance geschenkt. Und das ist das ganz Entscheidende. Deswegen ist Maria ja so toll, weil sie Unterpfand dessen ist, dass Gott jedem eine zweite Chance gibt. Und mit Maria haben wir nicht nur die zweite Chance, sondern jede Menge Chancen. Wir können praktisch aus der Gnade Gottes gar nicht mehr herausfallen. Das zeigt uns Maria. Nun sagen aber viele Christen, besonders auch aus dem protestantischen Spektrum, Maria würde eigentlich immer so ein wenig in Konkurrenz zu Jesus stehen. Sie würde von ihm ablenken, denn er sei ja schließlich der Heilsbringer. Haben diese Stimmen nicht recht? Nee, das sind häufig Leute, die nie erfahren haben, die nie die Nähe der Gottesmutter erfahren haben. Ich bin gar kein Freund davon, wenn man immer wieder so, ist das noch richtig? Wird da Christus nicht was abgenommen? Wir können Christus gar nichts wegnehmen. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Mensch ist er durch die Gottesmutter, durch Maria. Und die Angst, dass Maria etwas zu viel haben könnte, meine Güte, die ist schon ein bisschen kleinkariert. Aber dieses Ja war unbedingt nötig. Das menschliche Ja Marias war nötig, ja. In Maria hatte die Menschheit die zweite Chance zum Ja.
Bleiben wir mal in der Historie. Wo liegen eigentlich aus historischer Sicht betrachtet die Ursprünge der Marienverehrung? Die Ursprünge der Marienverehrung liegen in der Wertschätzung der christologischen Dogmen. Je mehr man gerade in den ersten Jahrhunderten auch auf den Konzilien darüber reflektierte, wie ist das mit wahrer Gott und wahrer Mensch, umso mehr trat die Gottesmutter in den Vordergrund. Ist ja ganz interessant. Die theologische Vertiefung des Christusgeheimnisses führte zur theologischen Betonung der Gottesmutter, Maria als Gottesmutter. So wurde dann ja auch Santa Maria Maggiore, haben wir ja zur Erinnerung, diesen herrlichen Triumphbogen in der Kirche. Es kam als zweites hinzu das anthropologische Datum. Die Mutterschaft ist ein anthropologisches Urdatum. Jeder weiß, was eine Mutter ist. Wer keine Mutter hat, wer ein Waisenkind ist, empfindet eben das Nichtvorhandensein seiner Mutter durchaus. Das Verhältnis zur Mutter, das Verhältnis mit der Mutter, entscheidet auch häufig genug über die psychische Gesundheit eines Menschen. Also, wir haben jede Menge anthropologischer Voraussetzungen. Und wir können uns vorstellen, wenn Jesus von seiner Mutter geführt wurde, dass sie uns dann erst recht führt. Wenn seine Mutter unter dem Kreuz stand und hören durfte und hören musste, sie, dein Sohn, da sind wir mit gemeint. Da haben sie übrigens wieder ein schriftgemäßes Datum, dieses sie, dein Sohn, sie, deine Mutter, dass der Gekreuzigte spricht. Damit sind wir alle der Gottesmutter anempfohlen worden. Das war sozusagen eine Regierungserklärung vom Kreuz. Der Jesuitenpater de la Poterie hat das in den 70er Jahren durch seine maßgebenden Forschungen nachgewiesen und vertieft. Deswegen komme man nicht spiele man nicht die Schrift gegen die Gottesmutter aus. Das ist also ekelhaft. Wer mit der Schrift die Gestalt der Gottesmutter redimensionieren möchte, vergeht sich an der Gottesmutter und vergeht sich an der Heiligen Schrift, von der Tradition ganz zu schweigen. Dennoch gibt es ja viele Dinge, die schwer verständlich sind. Sprechen wir mal über die sogenannte Jungfrauengeburt. Wie ist das denn recht zu verstehen? Eine Jungfrau gebar ein Kind. Das ist wir sprechen hier von einem Dogma, also nicht von einer Beliebigkeit. Und kein Mensch sagt, dass die Grunddaten des Glaubens unbedingt leicht zu glauben wären. Für mich ist die Jungfrauengeburt leicht zu glauben. Sie stellt für mich überhaupt keine Schwierigkeiten dar. Wenn wir die Allmacht Gottes ernst nehmen, dürften wir damit keine Schwierigkeiten haben. Und die Theologen und Exegeten, gerade im 16. Jahrhundert, gerade die Jesuiten-Exegeten, haben immer gesagt, wenn Jesus als Erwachsener auferstanden und durch die Tür gehen konnte, dann wird er doch wohl erst recht aus der Jungfrau herausgegangen sein, ohne Verletzungen. Eine Verletzung wäre nicht im Sinne der Menschwerdung, denn Jesus kommt ja in die Welt, um den Menschen zu retten. Da kann am Anfang seiner Existenz nicht eine Verletzung stehen. Soll Jesus mit einer Verletzung in die Welt gekommen sein? Da sehen Sie aber, die Dogmen sind vielleicht schwer verständlich, aber sie sind immer schön. Und es gibt ja auch eine Entwicklung bei der Marienverehrung. Ich glaube, auch im protestantischen Bereich war es nicht immer so, dass Maria in den Hintergrund gerückt war. Gibt es da auch so eine Entwicklung, dass man sagen kann, das hat erst später eingesetzt? Nein, es gibt zwar den Luther-Kommentar zu Magnificat, der also wohl germanistisch sehr bedeutsam ist und auch wohl für fromme Ohren durchaus erträglich. Das dogmatische Feingefühl fehlt aber. Der Protestantismus von seiner Wurzel her war nicht nur auf die Schrift fixiert, sondern auf den Buchstaben der Heiligen Schrift. Von den vier Schriftsinnen wurde praktisch nur der Sensus Historicus ernst genommen, der Sensus Literalis, und das war eine Engführung. Das war eine Engführung,
der Dimension des schöpferischen Glaubens, der Dimension des Schöpfergottes, der im Überfluss gibt, gar nicht gerecht werden kann. Und wie sieht es mit der Orthodoxie aus? Die Orthodoxie hat im Wesentlichen dogmatisch gesehen die gleichen Präferenzen in der Mariologie wie wir, vielleicht sogar noch etwas inniger. Warum wurde denn dann Maria eigentlich zum Zankapfel der Konfession? Also die katholische Kirche hat sich nie gezankt um Maria, sondern sie wurde angegriffen wegen Maria. Das müssen die fragen. Ich glaube, es liegt daran, man wollte sich auch profilieren. Und ein Punkt, der häufig verschwiegen wird, bei der Polemik gegen die marianischen Dogmen und gegen die marianische Lehre spielten zumindest im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert und auch noch im 18. Jahrhundert Frauenfeindlichkeit eine Rolle. Inwiefern? Denn Maria wurde ja als Frau wahrgenommen. Ja. Und je höher eine Frau bewertet wurde, umso mehr fühlten sich die patriarchalischen Gesellschaften herausgefordert. Ich meine, der Gipfelpunkt des Patriarchats in Europa war das evangelische Pfarrhaus. Und da war, also das hatte natürlich mit Maria dann Schwierigkeiten. Maria ist eben nicht nur Hausfrau. Wird in der katholischen Theologie sogar hingesehen bis zum Titel Miterlöserin, der eigentlich missverständlich ist, der aber sehr richtig verstanden werden kann. Also Maria hat eine ganz hohe Bedeutung. Maria gehört in die Emanzipationsgeschichte. Maria zeigt, dass die katholische Kirche weder frauenfeindlich ist, noch mit der Emanzipation Schwierigkeiten hat. Und Maria bei allen Titeln, bis hin zur Miterlösung, Mittlerin aller Gnaden, Maria ist eins nicht, sie ist nicht Priester und sie ist nicht Bischof. Und deswegen kann auch keine Frau Priester und Bischof werden. Vielen Dank, Herr Prälat. Wir werden da in der nächsten Sendung wieder dran anknüpfen. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen daheim vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Glaubenskompass. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop.